Hi, in diesem Video möchte ich dir nun zeigen, wie du die Werte vom Ultraschall-Abstandssensor am Calliope Mini auf einem LCD-Display anzeigen lassen kannst. Das LCD-Display habe ich dir bereits in einem meiner vergangenen Videos gezeigt. Kommen wir nun zur Programmierung in MakeCode. Erzeugen wir hier zunächst ein neues Projekt. Ich nenne es einfach mal Ultraschall plus LCD. Wenn dieses Projekt erstellt wurde, dann fügen wir uns zunächst einmal ein paar Bibliotheken hinzu, damit wir dann den Ultraschallabstandssensor auslesen können. Diesen Wert vom Ultraschallabstandssensor legen wir uns in eine Variable ab, die wir uns erzeugen. Ich nenne diese einfach mal Sensor. Setzen wir nun das Element SetSensor auf in das Element Dauerhaft und verknüpfen dieses Element wiederum mit dem Wert vom Ultraschallsensor in Zentimeter. Nun haben wir den Wert in unserer Variable abgelegt und können als nächstes uns ans Display machen. Hier benötigen wir wiederum eine Bibliothek. Diese fügen wir hinzu. Und wenn auch diese importiert wurde, dann haben wir im Bereich Display ein einzelnes Element, womit wir auf das Display einen Wert schreiben können. In diesem Fall wollen wir lediglich in die Zeile 0, also in die erste Zeile, einen Wert schreiben. Und zwar unseren Sensorwert inklusive dem Wert Zentimeter. Da wir diesen Wert von der verwendeten Bibliothek als Float, also als Gleitkommazahl erhalten, erhalten wir ziemlich viele Nachkommastellen, wie hier in der Grafik zu sehen. Also müssen wir diesen Wert in der Variable Sensor mathematisch runden, weil so genau ist ja jetzt nicht, dass wir die Nachkommastellen direkt zuverlässig auswerten können. Also wählen wir aus dem Bereich Mathematik das Element Runden und verknüpfen dieses mit unserer Variable Sensor. In das zweite Feld tragen wir dann nun Zentimeter ein und danach machen wir eine kleine Pause von 100 Millisekunden, damit wir den Wert auf dem Display zuverlässig ablesen können. Nun können wir das Programm einmal herunterladen und auf dem Mikrocontroller Calliope Mini überspielen. Wenn wir nun das Programm erfolgreich hochgeladen haben, können wir auf dem Display die Zentimeter des Abstands zwischen dem Ultraschallabstandssensor und einem Gegenstand wie hier meiner Hand ablesen. So einfach kann das sein, in MakeCode ein kleines Programm zu schreiben. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!